Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wird es ein bisschen um die neuen Autoteile gehen. Und zwar sieht man hier schon vor mir ein paar Autoteile liegen. Und zwar fangen wir an mit dem Truck und Car Radiator, also hier zum Belüften und beziehungsweise zum Kühlen des Motors gedacht. Einmal für den Truck, der ist ein bisschen größer, und dann noch den für das ganz normale Auto hier. Ist ein bisschen kleiner, hat auch keinen Lüfter hinten dran. Warum auch immer. Dann noch zwei neue Flüssigkeiten, und zwar einmal die Bremsflüssigkeit für die Bremsen, damit sie auch funktionieren. Und natürlich auch noch Öl für den Motor. Und dann noch einen Riemen, also einen Keilriemen für, ja, wenn es lädt. Textur ist ein bisschen verbuggt. Eigentlich sollte es laden, der sieht eigentlich ein bisschen anders aus. Der hat hier so Zacken, damit er auch irgendwo sich festhalten kann. Und eine Box. Weiß ich nicht, wofür die sein soll. Ja, kann man irgendwas reinpacken vielleicht. Bisher kann man damit noch nicht viel machen. Also ich habe hier jetzt mir zwei Sachen noch dazu gepackt, damit ich mir hier die Teile für den Sedan und für den Offroad holen kann. Ja, das ist halt hier die Singleplayer-Map. Und ja, deswegen habe ich hier halt auch das M4 Bajonett drauf, weil man das immer noch sich holen kann. Das ist immer noch in den Game-Files. Also ja, habe ich mir das einfach mal kurz geholt. Ja, hier kann ich euch auch noch mal kurz zeigen, wie das hier aussieht bei mir. Ich kann hier, habe ich hier verschiedene Kategorien, und dann kann ich mir ein Auto, hier sieht man die ganzen Autos, hier das Fahrrad, das Enduro-Bike und den Van hatte ich ja schon vorgestellt. Und dann habe ich hier die Ölbox und alles mögliche. Und dann kann ich mir halt einfach den Sedan spawnen, und dann hole ich mir noch kurz die Autoteile, und dann habe ich mein Auto zusammengebaut. Das geht natürlich nur hier auf meiner Singleplayer- bzw. ja, Offline-Editor-Map. Das könnt ihr natürlich nicht einfach so auf dem Server machen. Geht ihr da irgendwo hin und holt euch da euer Auto. Das geht natürlich nicht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier sieht man halt ein paar neue Teile für die Autos, die wahrscheinlich mit dem nächsten Update rauskommen. Das heißt, es wird ein bisschen schwieriger, das Auto wieder am Leben zu halten, beziehungsweise ja, überhaupt damit fahren zu können. Da brauchst du erstmal ein paar Teile, die wieder fehlen können, und ja, das kann ja lustig werden. Dann, ja, verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Ciao.